habe ich mal das Video über meine Putztasche für euch. Rutsch mal ein Stück weiter weg, dann sieht man das besser. Ich habe neben mir hier den Hund liegen. Die Foxy hat eine Tröte um den Kopf, weil die sich momentan so kratzt. Und damit sie da nicht mehr drankommt, hat sie eben den Trichter auf. Aber sollte der mal ins Bild kommen, wundert euch nicht. Jetzt zum Beispiel. Oh. Ja, sie wollte auch mal Hallo sagen. So, jetzt habe ich sie auf Schoß. Aber ich fange jetzt an, euch meine Putztasche zu zeigen. Und zwar habe ich diese hier von Eskadron. Die ist blau mit ja, Orange und Weiß. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine Eskadron aus der Classic-Kollektion auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr, weil ich aus der Kollektion, also weiß ich noch, aus der Kollektion habe ich mir nämlich nichts gekauft. Deswegen weiß ich auch nicht mehr genau, welche Kollektion das war. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar, genau, diese Tasche hat diese beiden kurzen Henkel und aber auch so einen langen Henkel hier, womit man die super tragen kann. Ich finde das total genial. Und die hat außenrum halt so Fächer. Und da zeige ich euch erst einmal, was drin ist. Ich habe sie hier jetzt mal so auf den Schoß geholt, damit ihr sie erkennen könnt. So, und ich habe hier vorne meine Bürste drin. Dann habe ich hier Codepack Plus von Leovet. Dann habe ich hier zwei Hufkratzer. Und hier ist mein Pummel-Einhorn-Feenstaub. Moment, wenn man den so schüttelt, dann geht es halt, ich weiß nicht, ob wir das erkennen können. Auf jeden Fall steht hier so Pummel-Einhorn drauf. Ja, und es glitzert. Ich muss das haben. So. So, dann habe ich auf der anderen Seite Glisskur. Einfach, ja, als Mähnenspray ersetzt. Funktioniert auch richtig, richtig gut. Der reagiert ja auch nicht drauf, also klappt wirklich richtig gut. Dann habe ich hier noch mehr Kühlgel von Derby mit ätherischen Ölen. So. Geht da nicht wieder rein? Warum geht es da jetzt nicht wieder rein? Und dann ist hier vorne noch so eine kleine Tasche. Da habe ich meine Mähnengummis drin. Meine Mähnengummis, mein Einnähzeug, ein Mähnkamm, Creme, so Kleinzeug halt, damit es nicht wegkommt. So, dann machen wir sie mal auf. Ich hole mal nach und nach meine Bürsten raus, was jetzt übrigens sehr überraschend wird auch für mich, weil ich nämlich immer nur reingreife und so die üblichen drei Bürsten raushole, aber die Tasche irgendwie bis oben hin gefüllt ist, werde ich jetzt bestimmt auch die eine oder andere Bürste in die Hand bekommen, von der ich gar nicht bewusst, dass ich sie habe. Aber fangen wir mal an mit diesem Exemplar. Das ist so eine lange Borsten-Wurzelbürste. Ja, die ist eigentlich zu weich für Wurzelbürste, keine Ahnung, aber die benutze ich immer nach dem Striegeln. Huch. Sollte sie nicht so klopfen, dann verteile ich das halbe Pferd im Wohnzimmer. Aber die benutze ich immer nach dem Striegeln, damit kriegt man total gut diesen losen Staub so raus. Total gut, also wirklich, ich mag die voll. Auch schon länger, sie ist halt auch schon älter, ich weiß auch nicht, wo sie herkommt. Sie war einfach da. Dann habe ich hier einen mattes Lammfellhandschuh, den ich auch oft benutze, einfach ja, um Staub aus dem Pferd zu kriegen. Auch sehr gut. Diese Wurzelbürste hier nehme ich immer für die Beine. Die ist schön schmal und also ich finde, damit kann man gut so in die Fesselbeuge rein. Ja, die benutze ich auch immer. Dann habe ich noch meinen Striegel. Oh, ist der dreckig. Einen kleinen Gummistriegel. Den benutze ich immer. Dann habe ich hier noch eine Magic Brush. Die finde ich gar nicht so super, aber die benutze ich im Fellwechsel total gerne. Und manchmal auch für die Beine, wenn da jetzt nicht so grober Schmutz ist, sondern einfach nur so ein bisschen. Jetzt kommen wir zu den Bürsten, die ich nie benutze. Mal schauen, was wir hier so finden. Wir finden hier eine kleine Kardelche. Ich glaube, die habe ich mal für den Kopf oder so bekommen, gekauft. Hier so ein Gummiding mit so Rollen und so Noppen. Das Noppenteil findet Rubinio gut. Die Rollen gefallen ihm nicht so. Naja. Dann haben wir hier noch einen Nadelstriegel. Huch, komm da raus. Hier, sowas, der auf ist, weil ich ihn irgendwie auch nicht benutze. Aber zumachen könnte ich ihn ja trotzdem.
Dann haben wir eine große Kardätsche. Da steht sogar mein Name drauf. Anna Bunz. Ja, dann ist sie auch schon älter. Ich glaube, die habe ich mal bekommen, als ich noch im Reitverein geritten bin. Also das ist mittlerweile bestimmt 15 Jahre her. So alt ist diese Bürste. Und dafür sieht sie gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir hier noch einen Gummi-Handschuh mit Noppen und Borsten. Der ist auch schon ultra alt. Aber diese Noppen sind halt einfach super. Das mag Robin auch richtig gerne. Dann haben wir hier so eine Mähenbürste. Ja, benutze ich nicht so oft. Ich habe ja meine andere. Noch ein Gummistriegel. Oh ja, die fand ich total toll. So eine Blümchenbürste, die ziemlich dreckig ist. Aber die fand ich total süß. Nur irgendwie ist sie ein bisschen unpraktisch zum Anfassen und deswegen benutze ich die kaum. Eine Menge Fell auf jeden Fall. Oh ja. Noch eine Kardätsche. Die ist halt da. Dann haben wir hier noch eine etwas weichere Kardätsche. Die ist auch schon ultra alt, ist auch schon 15 Jahre alt mindestens. Dann haben wir hier noch, noch mehr Fell. Eine große Wurzelbürste. Noch eine kleine Kardätsche. Und, da ist noch so ein Mähnenkamm. Oder so eine Mähnbürste, ja. Wie ihr seht, habe ich viel Zeug in meiner Putztasche. Fellmäßig noch ein halbes Pony hier drin. Und ich benutze halt ziemlich wenig. Ich glaube, das kennt man aber auch von sich. Man hat halt irgendwann so seine 3-4 Bürsten gefunden, mit die man halt immer nimmt. Und die anderen sind halt einfach drin, weil man sie nicht mehr rausnimmt. Und weil der Platz halt da ist. Aber das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Man kann ja auch nicht alles benutzen. Jetzt wird alles wieder so reingelegt, dass meine Lieblingsbürsten oben drauf liegen. Damit ich dann auch direkt morgen wieder alles schön griffbereit habe beim Robinho. So. Jetzt kommt sie mir irgendwie voller vor, als bevor ich sie einmal komplett ausgeräumt habe. Naja. Zu geht sie aber noch, das ist die Hauptsache. Ich bin gerade so doof. So. Ja, ich hatte vorher, das muss ich mal dazu sagen, ich hatte vorher so einen normalen Putzkasten. Und den fand ich immer so unhandlich und ja, weiß ich auch nicht. Dann hast du mal eine Flasche drin gehabt, dann ging der Deckel nicht mehr zu. Und mit dieser Tasche bin ich einfach total happy, weil sie einfach diese Außenfächer hat. Für eben Flaschen, für meine Bürste und so weiter und so fort. Und es geht halt einfach, es ist nicht so unordentlich. Auch so die Mähengummis hatte ich in meiner Kiste immer oben im Deckel drin. Naja, aber dann schmeißt du halt auch mal einen Hufkratzer da rein oder dies da rein und das da rein. Und über kurz oder lang sind sie irgendwie alle immer verstreut gewesen. Und hiermit habe ich echt das erste Mal so richtig Ordnung. Und das möchte ich auf jeden Fall beibehalten. Genau, und man kann sie halt einfach auch mal irgendwo hinhängen. Wir haben zum Beispiel außen draußen so eine Putzstange, da hänge ich sie einfach drüber, dann wird sie nicht nass von unten und total gut. Also da kann auch kein Pferd reintreten, das finde ich auch total gut. Ja, ich bin total zufrieden und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Ciao!